Hallo Leute, heute habe ich ein paar Last-Minute-Geschenkideen für euch. In ein paar Tagen ist ja Weihnachten und diese Sachen kann man wirklich sogar noch am 24. morgens machen, also wirklich Last-Minute. Ihr könnt die aber auch zum Geburtstag oder zum Valentinstag zum Beispiel verschenken oder einfach für eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch. Und ich finde, das sind Geschenke, die passen eigentlich zu jedem und die kann man immer schenken. Also da freut sich, glaube ich, jeder generell drüber. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Meine erste Geschenkidee sind ganz leckere Schokopralinen. Und dafür benutzt man einfach seine Lieblingsschokolade. Und die sehen so, so, so schön aus und schmecken richtig, richtig lecker. Dafür nehme ich als erstes einmal eine Schokolade und macht damit ein Wasserbad. Das heißt, ich mache gekochtes Wasser und stelle dort einen hitzefesten anderen Topf rein. Und dann schmilzt die Schokolade da drin. Und das mache ich jetzt, bis die Schokolade wirklich geschmolzen ist und so aussieht, dass sie richtig, richtig schön vom Löffel runter läuft. Und dann nehme ich mir so eine Eiswürfelform zur Hand. Ich habe jetzt hier welche in Herzchenform und dann fülle ich die Herzchen mit der Schokolade. Manche ganz und manche einfach nur halb, damit ich dann unterschiedliche Farben noch haben kann. Währenddessen habe ich schon mal weiße Schokolade schmelzen lassen im Wasserbad und fülle die jetzt auch hier rein. Und teilweise mache ich das auf die dunkle Schokolade drauf und es gibt danach richtig, richtig coole Effekte. Und weil mir das noch zu langweilig ist, nehme ich mir ein bisschen weiße Schokolade zur Seite und mache rote Lebensmittelfarbe rein. Ihr könnt natürlich jede beliebige Farbe machen, aber ich fand rot jetzt ganz schön, weil das so einen rosanen Effekt gibt. Und dann mische ich das Ganze zusammen und dann habe ich quasi rosane Schokolade und mit der mache ich dann das Gleiche. Ich fülle sie wieder in diese kleinen Eiswürfelbehälter rein und teilweise fülle ich es wieder auch auf die weiße oder auf die dunkle Schokolade obendrauf. Dann kommt das Ganze in den Kühlschrank. Es braucht ungefähr 2 Stunden, bis es ausgehärtet ist. Und dann sind die leckeren Schokopralinchen auch schon fertig. Die könnt ihr dann in ein kleines Zellophantütchen machen und ein bisschen schmücken. Dann finde ich es auch noch ganz toll, personalisierte Sachen zu verschenken. Wie zum Beispiel so ein Laptop-Case. Ich weiß, das hier ist jetzt nicht personalisiert, da ist einfach nur ein Muster drauf. Aber ich habe diese Website entdeckt und zwar nennt die sich Caseable. Verlinke ich euch auch super gerne hier unten in der Infobox. Und die haben nämlich nicht nur so Motive wie das hier jetzt zum Beispiel, was ich mir bestellt habe. Denn man kann da auch personalisierte Taschen machen lassen. Und zwar nicht nur Laptop-Taschen, sondern auch Handyhüllen für fast alle Handys oder fürs Kindle oder fürs MacBook speziell, für iPads, für andere Tablets, also wirklich für alles, was irgendwie elektronisch ist. Und dann kann man sich einfach ein eigenes Bild draufdrucken lassen oder auch einen eigenen Text oder halt beides in Kombination. Und das finde ich halt richtig cool, weil es halt was total Persönliches ist. Ich weiß, die Versandzeiten, die sind relativ schnell, ja, aber vor Weihnachten wird es dann doch etwas knapp. Ihr könnt natürlich trotzdem einen Gutschein schreiben oder sowas, dann kann derjenige sich auch noch aussuchen, was er jetzt für ein Bild zum Beispiel drauf haben möchte oder ob er doch lieber nur ein normales Motiv haben möchte. Da haben die nämlich auch ganz schicke. Und ja, ich bin super zufrieden damit. Ich finde so persönliche Geschenke halt richtig, richtig schön mit Bildern und so. Und deswegen finde ich das eine super Geschenkidee. Die nächste Idee sind Badebomben. Und zwar sprudeln die richtig, richtig cool im Wasser. Und für diese Idee, ihr braucht hier eine Schüssel, ein paar kleinere Gefäße, Zitronensäure, ein gut riechendes Badeöl, Speisestärke, Kokosöl, Kaisernatron, etwas Babymilchpulver, aber das braucht ihr nicht unbedingt. Und wieder mal solche Eiswürfelformen. Zuerst nehme ich 100 Gramm Kaisernatron, das sind 2 solche kleinen Päckchen. Und dann benutze ich 2 Esslöffel von der Zitronensäure und ihr müsst keine Angst um eure Haut haben, da passiert nichts Schlimmes, das ist auch in normalen Badebomben drin. Und dann benutze ich noch 2 Esslöffel Speisestärke und einen Esslöffel Milchpulver. Wenn ihr kein Milchpulver habt, nehmt ihr einfach einen Löffel Speisestärke mehr. Und dann habe ich mein Kokosöl weich gemacht und habe davon 2 Esslöffel auch noch dazu gemacht und habe das etwas verrührt und dann habe ich noch mal ein bisschen was dazu gemacht, weil ich fand, dass es etwas wenig war.
Und dann macht ihr euch einfach so 2 bis 3 Esslöffel in ein kleines Schüsselchen und macht mit Lebensmittelfarbe etwas Farbe drauf. Ich habe hier Rot genommen. Und dann nehmt ihr das Badeöl und davon mache ich auch noch einen Esslöffel dazu und rühre das Ganze ordentlich um. Und jetzt kommt der Fail des Videos, denn ich habe das Ganze zu flüssig gemacht. Ich habe gedacht, so eine Paste wäre perfekt, aber ihr merkt, dass es falsch ist, wenn es so richtig aufgeht in der Form. Das darf nicht passieren. Und ich habe aber auch noch schöne hingekriegt, das sind die gelben hier. Die Konsistenz muss wirklich so bröckelig trocken sein und dann wird das auch was. Was natürlich auch immer zum Schenken geht, besonders für die Eltern oder eine gute Freundin, sind Bilder in einem Bilderrahmen. Bilderrahmen gibt es zum Beispiel auch beim DM, wenn ihr da Last Minute irgendwas braucht. Dieses Bild kennt ihr schon aus meiner Roomtour. Und bei diesen Bilderrahmen ist es schön, die habe ich übrigens auch vom DM, das ist so ein Dreierpack gewesen. Und da war auch so ein Stift dabei, denn man kann hier unten was draufschreiben. Dann kann man zum Beispiel, wenn man das verschenkt, für dich draufschreiben oder einfach irgendwas Nettes. Oder bei diesem Bild würde ich jetzt zum Beispiel draufschreiben Thailand oder Koh Mak und ein Herzchen dazu, weil das eben im letzten Thailand-Urlaub entstanden ist von meinem Freund und mir. Ich weiß nicht, ob es diese Bilderrahmen auf jeden Fall noch gibt, aber was es auf jeden Fall gibt, sind diese ganz klassischen Bilderrahmen. Und ich finde, Bilder zu verschenken immer ist so was Persönliches und trotzdem kostet es kaum was und jeder freut sich darüber. Also bei mir gibt es in der Familie eigentlich, kriegt immer irgendjemand ein Foto, ob es meine Mama ist, mein Papa, meine Großeltern, weil die sich einfach immer total drüber freuen und man hat einen dann immer so in der Erinnerung, wenn man auf das Bild guckt und das finde ich halt besonders in der Familie immer sehr schön und ich glaube, darüber freut sich auch wirklich jeder. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Sagt mir doch mal, welche Geschenkidee ihr am coolsten fandet oder was ihr einfach zu Weihnachten verschenkt. Ich bin dann nämlich manchmal auch so ein bisschen planlos. Vielleicht weiß ich ja dann schon mal was fürs nächste Jahr. Und dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Und wenn wir uns nochmal vor Silvester sehen wollen, dann abonniert mich doch auf meinem Kanal. Könnt ihr auch hier unten in der Infobox, ist auch nochmal ein Link verlinkt und sowas, wie ihr mich abonnieren könnt. Abonnieren ist kostenlos und ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook folgt oder auch auf Twitter. Verlinke ich auch alles in der Infobox und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!